Liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sea of Thieves. Falls ihr den letzten Part verpasst habt, ja, dann habt ihr ziemlich viel verpasst. Nein, Scherz. Eigentlich nicht so. Wir haben jetzt hier einen Handelsauftrag, was auch, ja, was wir versuchen hinzubekommen. Wir müssen ein weiß gefiedertes Huhn und ein schwarz gefiedertes Huhn finden und das zum Thunder Outpost bringen. Du fährst direkt auf die Insel zu. Ja, ich weiß nicht, glaubst du, man kommt da dazwischen durch? Ich glaube eher, dass da gerade eine Sandbank ist, wo du drauf fährst. Aber ja, wenn du... Jetzt können wir es auch nicht mehr ändern. Freude und Spaß hast. Studieren. Komm, das werden wir schon überleben. Ist ein Arr, ist ein Pirat. Naja, jo, wir brauchen ja... Super funktioniert. Wir brauchen ja nicht die. Hast du einen Hühnerkäfig dabei? Nein, habe ich nicht, aber ich schau nur kurz, ob es hier überhaupt Hühner gibt. Jo, ich auch. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Arr. Schwein habe ich auf jeden Fall gesehen, dass es Schweine gibt. Oh, dann wird es das wohl nicht geben, weil in der Regel gibt es ja entweder Schwein. Ja, ich sehe alles. Alle Arten von Schweinen, okay. War kurz, auf welcher Insel sind wir? Wir sind auf Devil's Ridge. Okay, liebe Leute, wenn ihr Devil's Ridge habt und Schweine sucht, dann findet ihr sie hier. Also ich hoffe, dass es immer hier Schweine gibt. Weil vielleicht ist es auch unterschiedlich, aber das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ob das unterschiedlich vielleicht von Server zu Server ist, aber ich denke mal nicht. Naja, aber es könnte ja sein. Das sind ja mehrere Server. Man spielt ja auf unterschiedlichen Servern und kann ja nicht entscheiden, auf welchem Server man spielt. Es wird ja auch nicht angezeigt, auf welchem Server man spielt. Eigentlich noch interessant, wenn hier mehrere Server angezeigt werden würden und wie viele Leute da drauf sind und so. Ja, ich glaube, das wäre nicht so cool, weil das würde dann wahrscheinlich ein Server komplett überflutet und dann wird es Server geben, die was leer sind und da kann man dann halt gut... Nein, also würde ich eher nicht so riskieren. Es wäre interessant einfach zu sehen, wie viel Server hast du da. Ach, du hast einen Hühnerstall hier. Okay. Nein, es wäre einfach so interessant, es gibt... wenn man sehen würde, wie viel auf einem Server drauf sind. Nicht, dass man da unbedingt auswählen kann, auf welchem man joint, sondern einfach mal so eine Anzeige. Oder selber, wenn du da Select drückst, dass du siehst, wie viel auf dem Server insgesamt sind. Nicht was für Spieler, sondern wie viele Spieler einfach. Oder ob es so und so viele Galeonen und so viele Einmaster und so. Ja. Jedenfalls einfach mal interessant zu wissen. Okay, Anker schon nochmal hoch bitte, ihr lenkt schon nochmal ein. Ja. Weil es können sowieso nur eine bestimmte Anzahl an Spieler auf dem Server drauf. Das war schon bei der Closed Beta so. Aber eigentlich machen die das gut. Also, es ist natürlich auch gut, dass man nicht weiß, weil dann kannst du, ja. Aber es wäre schön, zum Beispiel, ja, wenn ihr wissen, wie viele Gegner du hast. Wenn jetzt jemand einen Stream macht und man gerne mit dem Streamer mit dabei sein will auf dem gleichen Server, das wäre auch interessant. Ja, ich könnte jetzt auch schnell bei Sea of Thieves im Forum das hinschreiben auf Englisch. I don't understand English, but I can say what I say. Naja, ihr könnt jetzt natürlich eine Predigt in ganz speziell im Deutsch halten, warum das mit dem Server und dem Stream nicht so gut funktionieren würde, aber ich erkläre es kurz. Es würde Leute geben, die sich nur auf Stream-Snipen konzentrieren, das bedeutet, auf den Server von einem Streamer joinen und ständig den Streamer umbringen, sodass sein ganzer Livestream versaut wird. Ja, ich Deswegen, weiß. Das ist eine gute Sache. Nein, es gibt Leute, die zum Beispiel den Gronkh. Der hätte ja gerne einen Privatserver im Sinn von, dass du hostest das Ganze, aber du privat, dass die Leute dann Passwort eingeben. Du könntest ja die dann rauswerfen, die dich immer töten, oder? Das wäre ja auch eine interessante Möglichkeit. Ja. Wenn es sowas gäbe.
Ja, ich sehe keine Hühner, also da wird es wohl auch nichts haben, wenn das überhaupt eine Insel ist. Ja, wobei, doch, das ist eine Insel, die hat Fässer, also dann... Ich glaube, hier haben wir eventuell gegen Skelette gekämpft. Ah, das ist die... Für mich sieht die ja immer aus wie ein Hamster. Hühner, Hühner. Die Insel hat Hühner. Ah, okay, okay. Die Insel sieht immer aus wie ein... Die Insel hat definitiv Hühner, ich habe welche gesehen. Diese Insel sieht immer aus wie ein... Wo hast du denn die Kisten? Sind die beide oben? Ja, die sind oben, die stehen ganz vorne beim Schiff. Wir hatten ein bisschen Wasser noch im Schiff. Es läuft wieder voll. Ich glaube, wir haben irgendwo ein Leck. Wir müssen irgendwo ein Leck haben. Oder habe ich jetzt das Wasser nicht richtig rausgeschüttet? Oh nice, es wird sogar angezeigt, dass man es hat. Ah, noch ein schwarzes. Ich habe das weiße und du musst noch das schwarz gefiederte Huhn. Irgendwie das Gefühl, dass wir ein Loch haben. Aber ich weiß nicht, Alter. Okay, schwarz. Ja, und noch auf zu Blunder. Ich hoffe, es hat hier ein schwarzes Huhn. Ein schwarz gefiedertes Huhn benötigen wir noch. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe nur gesagt, ich hoffe, es hat hier ein schwarz. So, das ist ein rotes. Ja, ich habe eins gesehen. Das ist ein braunes. Schwarz sehe ich gerade nicht. Kommt her. Kommt zu Papa. Oder nicht? Das müsste ein schwarzes sein. Mir waren die Grafikeinstellungen ja gar nicht ganz oben. Okay, wie gibt's denn sowas? Ach, ich habe das schwarze. Da, da. Nimm das schwarze. Wehe, du nimmst das. Wehe, du nimmst das rote. Ich drücke hier RT oder wie auch immer. Doch, da. So. Nice! Schwarz gefiederte Huhn. Wurde mir zwar nicht angezeigt, aber ich habe den Sound gehabt. Aber ich finde wenigstens gut, dass beim Auftrag, dass man merkt, ja, man hat das Richtige. So, du kannst ja schon mal den Anker nach oben machen. Ja, warte kurz, ich muss gerade schon einen Kurs festlegen. Wir sind fast eigentlich auf Kurs. So. Da hast du Gesellschaft, mein Lieber. Ah ja, nach Nordwesten. Oder fast Nordwesten. Nee. Bis Nordwesten, ja. Die Richtung. Mach mal kurz die Segel. Richtig, wenn sie nicht im Wind sind. Kommt der Wind von der anderen Seite? Ja, ich glaube, der Wind kommt von der anderen Seite. So. Captain Sparrow. Ja. Hoi. Ahoi. So, jetzt wird erst einmal gesoffen. Ja gut, du bist. Komm, Prost. Kann ich dich überhaupt Captain nennen, weil du eine Frau spielst? Ich habe jetzt einen weiblichen Charakter nur deshalb genommen, weil die männlichen Charaktere, die schauen alle so komisch aus. Komm mal weiblicher Leber. Prost! Ja gut, mir Männer sieht schon ein bisschen komisch aus, aber... Ja. Musste mich für einen entscheiden. So, es ist Musik! Und ich schaue das einfach dazu. Ist das da vorne der Outpost? Jetzt haben wir eine gescheite, ja! Ey, heute, als ich so besoffen war, eben und der andere da beim Outpost war, und ich mit dem gespielt habe, er hat die Töne nicht nur falsch getroffen, er hat die
die Tonlage sogar viel höher gespielt. Also die Tonlage war um einige Töne höher als normalerweise. Also eigentlich hat gar kein Ton gepasst, schlussendlich, weil die Töne viel zu hoch waren. Warte mal, sind wir jetzt echt beide besoffen? Nein, ich bin nicht besoffen. Hast du dir jetzt auch voll gesoffen? Nein. Okay. Aber ich habe eben heute so viel gesoffen, dass ich nur noch gekotzt habe, und wo ich da gespielt habe, der war wirklich, die Tonlage war viel zu hoch. Das hat überhaupt nicht gepasst. Ey, ich bin wieder nüchtern! Ah, wir fahren doch endlich Fässer, ne? Ah, Fässer! Und wir haben es wieder voll. Ja, egal. Lass die Fässer. Rechts, mehr rechts. Der Outpost ist rechts. Oh. Ja, ich hab falsch auf die Kreide gebaut. Ich hoffe, das ist der Outpost. Ja, das müsste ja sein. Ja, das ist der Outpost. Wir sind auf der falschen Seite. Am besten ist, wir fahren ein bisschen um ihn herum. Versuchen, um den Outpost herumzufahren. Wir sind dann noch falsch. Ich schau mal kurz noch auf die Uhr. Nimm die Uhr in die Hand und nicht den Auftrag. Wir haben den zweiten. Okay, wir haben den Auftrag. Wir könnten einfach mal eine Fun-Episode machen und der ganze Episode 20 Minuten lang uns nur mit Grog besaufen und schauen, was alles passieren würde. Ja gut, ich werde sowieso eine... Also eben... Können sowas von Folgen machen. Also wir können auch mehrere von Folgen machen. Jo. Zum Beispiel bei der Close Beta habe ich noch versucht, mich bei der Insel, wo man nicht oben drauf kommt, oben drauf zu schießen. Also beim Outpost sogar. Würde hier, glaube ich, sogar auch gehen. Aber das war so schwer, nach oben zu kommen. Ich bin leider nicht ganz nach oben gekommen. Aber ja. Ja, es gibt so lustige Dinge, die man in dem Spiel eigentlich machen kann. Oder sich einfach mal an Bord schießen von einem anderen Schiff. Ob man es jetzt angreift oder nicht. Einfach so die Reaktion vom anderen. Soll ich den Anker raushauen? Ja, Anker raus. So, mal schauen, was die auf. Super. Zurückgegeben. Du nimmst wieder das weiße Huhn. Ja. So. Jawohl, oder die Krake oder was auch immer für ein Vieh, das hört man wieder. Ja, alle sagen immer, das ist der Kraken. Für mich klingt das eher nach einem Wal. Ein bisschen. Oh, jetzt gibt's schon. Boah, 700! Und ja, gut, das andere nicht viel. Okay. Aber gut, Alter, zusammen. 700! Okay, kauf was von der. Soll ich noch mehr? Kann ich schon, der kauft. Oh, ich kann Skat? Jetzt die teuren Dinger kaufen. Aber ich habe noch einen Auftrag. Ich habe noch einen weiteren Auftrag. Wir machen den günstigeren Auftrag. Wir machen noch den. Ich kann ja noch den weiteren Auftrag kaufen. Ich kaufe mal noch einen teuren Auftrag. Sagst du links, Schaf. Rechts oder Mitte? Hey, ich kann spezielles Fernglas könnte ich jetzt kaufen. Fernrohr des lausigen Händler. Ein Ausblick auf die Dinge, die da noch kommen mögen. Wie diese Fernrohr musstest du nur ein paar almseligen Kunden weiterhelfen. So, Witz immer so almselig. So, was sagst du? Mitte, links, rechts? Noch gar nichts, ich bin gerade in einem Schiff. Okay, dann. Ich schau da gerade noch was. Ich nehme links. Weil, oh, verdammt, die kosten so viel, die verdammten Hosen. Ja, ich spare halt auf die immer noch Hosen auf die so Figur. Viel. Und ich meine, eben, Tom, du kannst ja die anderen Dinge kaufen. Ich kaufe mir einfach mal das teure Zeug. Also jedenfalls die teure Statue. Oder ich spare auf die. So. Ich nehme erst einmal auf ein cooles Aussehen. Ah, stimmt, ich habe jetzt so viel ausgegeben, ich habe jetzt nur noch 32.000. So viel. So, Seefahrt müssen wir noch. Was machen wir für Seefahrt? Deine oder meine?
Warte kurz, ich habe noch einen Handelsauftrag nochmal. Also wir machen jetzt verschiedene Handelsaufträge, würde ich sagen. Ein dringend Appell. Weiß und rot. Aber zum Glück können wir die Dinge, die Hasen, Hasen. Ich bin bei der Forest. Die Hühnerstelle können wir da wenigstens holen. Ja, wir haben heute The Forest gespielt. Ja. Kurz als Überbrückung. Wir haben versucht, The Forest zu spielen. Dann ist jetzt ein kleiner Unfall widerfahren und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir weiter The Forest spielen, warten wir, bis Sea of Thieves wieder fertig ist. Aber eben, Tom, wenn ich The Forest aufnehmen würde, würde ich auch nur wie heute irgendwie sowas machen. Und vielleicht einmal pro Monat, wenn überhaupt, so einfach mal ein paar Folgen aufnehmen, wenn ich mal Bock drauf habe und dann, ja. So, zu welchem Outpost müssen wir eigentlich dann? So? Den kenne ich gar nicht. Hast du gar nicht schnell angeschaut? Den kenne ich noch gar nicht. Angel Spire Outpost. Oh, den kenne ich. Der könnte. Das Problem ist nur, wir haben einen dringenden Auftrag. Wobei, so dringend ist er auch nicht. Wir müssen erst am 8. dort sein. Aber es hieß, er sei dringend. Aha, wegen 5 Uhr. Wir müssen 5 Uhr am 8. dort sein. Wir haben den 2. Also, wenn wir nicht allzu weit fahren müssen. Warte, ich kann dir sagen, welcher Outpost. Finde ich nicht. Agent Spire Outpost, ja, das weiß ich aber, wo ist der? Da! Ja! Da ist er! Da haben wir ja! Okay. So, okay. Hühner brauchen wir, Hühner gibt's da! Ja. Oh, die Route ist eigentlich ganz klar: Mutineer Rock, Hühner holen und dann rauf da! Ja, der rote war. Das rote Huhn war ja auch dort. Aber wenn immer eins davon 700 gibt, dann ist das eigentlich gut. Gut, das eine hat jetzt 148 oder sowas gegeben, von dem her. 58. Au. Oh. Autsch. Crashed. Crashed Bandicoot. Ich say fuck it. Ich verstehe nicht, wie kann das Loch da hinten sein, wenn wir mit dem Rumpf unten ankommen? Keine Ahnung. Wir kommen mit dem Rumpf unten an und das Loch ist auf der Hinterseite vom Schiff. An einer Stelle, wo der Sandbank gar nicht hingeraten kann. Also das Update war ziemlich gut heute. Ja. Das Update hat jetzt das Schiff so offen gemacht und die Sandbank dazu. Ja eben, wie gesagt, ich bin heute ja, sind wir mehrmals gegen irgendeinen Felsen gefahren. Und wo? Also gut, wir hatten schon vorne das Loch, aber nicht unten, wo es eigentlich, wo es Loch geben sollte, sondern oben. Naja. Wie gesagt, an Schiffskampf verliert man zu 80% dann, wenn man in den oberen Bereich des Schiffes schießt. Immer am besten genau an den Wasserspiegel unten ran schießen. Immer unten reinschießen. Nicht, keine Angst haben, wenn man einmal drunter schießt, dann weiß man ein bisschen höher, aber unten rein. Dann sinkt das Schiff nämlich auch sicher. Es macht auch nichts, wenn ihr ins Wasser hineinschießt und das Schiff dann noch trifft, weil das ist eigentlich genau perfekt schon fast. Ja, das geht auch. Weil dann macht ihr wirklich unten. So, wir fahren eben ganz kurz auf K, ich muss schnell was zum Essen holen. Bin gleich wieder da. Haben wir jetzt nicht wieder ein Pulverfass? Wir haben ja ein Pulverfass, glaub. Ja, genau. Oh! Sollte wirklich aufhören, während den Folgen auf K zu gehen. Und ich sollte aufhören, die Leiter nach unten zu springen. Zu springen. Wir haben noch ein Pulverfass oben. Dann gibt's einen Trick. Wir haben. Ja, ich hab B gedrückt. Also bei mir ist das Loslassen. Schau mal. So, das stellen wir jetzt genau daher. Schau mal, jetzt gib mal einen Trick. Schau die Leiter an und lass die runterfallen und kurz bevor du ankommst, so. Ja, ich weiß. Ich hätte einfach nochmal X drücken sollen. Aber ich habe B gedrückt.
Also ich muss X drücken, um zu, an die Leiter zu gehen. Also ja, er spielt halt mit den Windows 10 und ich auf Xbox One. Aber das ist eben, das finde ich auch super am Spiel, dass man das überhaupt kann. Ja, Crossplay-Spiele sind total selten momentan. Wobei es gibt solche, die ich kenne. Also zum Beispiel The Rocket League. Das kannst du über Steam spielen und mit den Leuten, die auf PS4 spielen. Das funktioniert perfekt. Das eigentlich sollte das sogar. Geht, das habe ich gar nicht gewusst. Eigentlich sollte das sogar von der Xbox One gehen, aber ich habe noch nie einen Xbox One-Spieler gesehen auf bei Rocket League. Und dem mir. Keine Ahnung. Den immer nur. Ja, ich muss sagen, ein ziemlich berühmtes Crossplay-Spiel nennt sich Paragon. Nur die Entwickler haben sehr lange an Paragon gearbeitet und ich muss ja sagen, es ist ein gutes Spiel. Aber sie waren am Ende nicht zufrieden damit und die stellen jetzt einfach Paragon ein. Ein Spiel, an dem sie ewig gearbeitet haben, was gut ausgebaut ist und fast komplett lagfrei und sogar cheaterfrei, wird einfach eingestellt und deaktiviert. Ich glaube, das läuft schon gar nicht mehr. Das ist einfach weg. Wie bescheuert. Also ich meine, ich verstehe es ja, wenn... In der Weltrankings war er ziemlich gut. Wenn Spiele eingestellt werden, die nicht rendieren. Das verstehe ich ja ab und zu noch. Ja gut, ich kenne im Fall auch ein Spiel. Ich kenne ein Spiel, das für Xbox One, also ich habe sogar gekauft später. Gebraucht. Wir sagen Occasion in der Schweiz. Ich weiß nicht. Leonensicht! Ja. Jedenfalls, das gab's für Xbox One für und bei Windows 8. Windows 8.1, 8.1 und Windows 10 im Store dort jedenfalls. Und das kam aber von Microsoft, wurde aber noch irgendwie 2 Jahren einfach eingestellt. Also die Server jedenfalls. Man kann das Spiel noch einigermaßen spielen, solange man nicht online ist. Weil wenn man online ist, dann. Anker bitte bereit machen. Wenn man online ist, jedenfalls auf der Xbox One, dann läuft da gar nichts beim Spiel wirklich. Dann ruckelt's nur bei mir. Runter. Das finde ich immer schade. Heute gibt's wieder eine extra Länge von mir. So, Hühnerstall. Gehen wir uns ein paar Drecksviecher fangen. Ein rotes brauchen wir und? Ein weißes, glaube ich, oder? Rot oder schwarz oder weiß? Ich lese mal. Weiß und rot. Okay. Wobei? Okay. Weiß gefiedert und rot gefleckt. Ja gut, es gibt keine ganz roten. Ja, es gibt kein rot gefiedert. Oh, das ist ein schwarzes. So, wo ist jetzt das Rote? Weißt du das Weiße? Nö, ich hab nur gar keins. Okay, ich sehe nur ein Schwarzes. Ja, ich muss leider zu den Skelette. Ah, das ist ein gelbes. Oder ja, so gelb. Freundlich. Ja, ich hab da auch ein Skelett. Ja, piss dich! Und Leute, lasst mein Ding in Ruhe hier. Ich sehe nur 2, aber das sind überhaupt nicht die Farben, die wir brauchen. Kann es sein, dass die halt nicht so schnell respawnen? Töten die 2 jetzt einfach einmal. Ja. Es ist tot. Vielleicht brauchen wir eine andere Insel. Vielleicht brauchen die einfach zu lange, bis die respawnen hier. Eben, wir haben leider keine wirkliche andere Insel. Von dem her würde ich vorschlagen... Wobei, hier war ja vorhin eigentlich ein rotes. Zu einer ganz, ganz anderen Insel. Hier war ja vorhin eigentlich ein rotes. Also, das war ja die Insel, wo wir vorhin besichtigt haben. Da war ja eigentlich noch ein rotes. Das ist eigentlich bei Hühnerstall hin. Ich habe keine Ahnung. Leute, wo du ihn hingelegt hast, du hast draufgeschlagen und wärst kaputt gegangen. Nö, das ist ja nicht. So wie ich heute immer das. 2 Vorschläge. Wir besaufen uns schnell auf dem Schiff und hoffen, dass dann die Hühner respawnt sind, wenn wir wieder nüchtern sind, oder wir segeln zu einer ganz anderen Insel. Ich würde eher nach einer anderen Insel suchen. Aber hier war vorhin ein rotes, vielleicht hat jemand da das rote geholt.
Wie auch immer. Entweder hat er einen Huhn gebraucht oder hat er den Auftrag wie wir. Also gescheiter irgendwo anders hin zu segeln, weil bis da vielleicht ein neues gespawnt sind, haben wir den Auftrag schon längst. Hätten wir schon längst fertig sein sollen. Dann gehen wir jetzt nach Cutlass Cay und danach nach Paradise Spring. Geht ein bisschen nach Norden und ein bisschen nach Westen. So. Ja, liebe Leute, auch wenn es schon 25 Minuten sind, ich sage, wir machen noch weiter. Jo. Blöde Hühner. Verdammten Hühner-Spawns. Ich will ein Papagei auf meiner Schulter haben. Ich auch, aber ich weiß nicht, wie man das hinbekommt. Bitte nicht spoilern in den Kommentaren. Ja gut, in den Kommentaren könnt ihr es von mir aus schon spoilern, weil gut, ich sehe das nicht. Eher nicht spoilern, sondern eher informieren. Informieren. Information. Can you give me information? Das ist ein spezieller Akzent bei uns. Das informieren. Wo man das R wie ein R ausspricht. R. Ja gut, das kenne ich auch. Ein Mathelehrer redet so. In der Schweiz, wo ich ja wohne, gibt es ja auch verschiedene Schweizer Dialekte. Und da gibt es auch so... Ja, okay. Dialekte. Oh, ich hab das Pulverfass getroffen. Soldat jetzt! Mal kurz sagen. Nein, ich hab's nicht getroffen. Ich kann einfach schießen, auf einmal ist er von der Galeone, trifft nur den Captain. Galeone hinter uns! Galeone hinter uns! Linkskurve! Ohne Anker bitte, ohne Anker. Ja, ich mach nicht. Du musst keinen Anker raus jetzt, das ist der Ich will eigentlich nur die Musik rausnehmen. Wir haben nichts! Schleichtank! Auf gut Deutsch! Was? Schleicht? Warte, ist dann richtig schön. Mal kurz. Anfreunden. Wink ihnen zu. Ich freund mich an mit denen. Wir fahren, glaub, aufs Blutmeer zu. Hallo! Da sind wir! Genau, hallo! Ja, hi. Ihr da! Kommt auf uns zu! Wir haben nichts für euch! Klaut unser Gold! Segelmännchen. Hallo, klaut unser Gold, das wir nicht besitzen. Ja, ihr da. Oh. Hey, wo seid ihr? Wir können nur gern weiter segeln, wir haben nichts. Wir haben nichts. Nein, ich für weiß euch. Ja nicht, ob die uns rühren. Okay, fuck, wir müssen die Segel ausrichten, die holen uns ein. Sind die eigentlich direkt hinter uns? Oh ja, oh ja. Ich habe eine Idee, auch wenn das vielleicht. Wir haben ja einen Pulverfass. Ja, wir haben einen Pulverfass. Ich mach's einfach ins Wasser. Nimm das Pulverfass bitte. Wasser. Ja. Also wenn die, wir müssen es nicht mal. Wir müssen es ja nicht mal, wir müssen ja nicht mal drauf schießen. Aber die fahren nicht so direkt hinter uns. Die kommen uns nicht nach. So schaut's aus. So lugt's aus. So. Oh, Pulverfass ist unterwegs. Ich finde leider nicht so ganz schön. Ich glaube die. Na, das trifft jetzt zu weit weg. Gode. Ja, dann schieß wenigstens mit der Sniper drauf. Oder warte, das Minus. Wo ist es denn? Ja, du siehst es nicht mehr. Ja, wir fahren mal um die Insel rum. Fahren die straight? Oh, die... Ah, die, glaub, die fahren jetzt straight in den Stein rein. Aber ich glaub, die fahren voll in den... Die fahren voll auf die Sandbank. Das ist ja schau gut. Schau zu. Ich glaub, die fahren... Oh, wir werden beschossen. Vorsicht. Ich glaub, ich grad... Fuck. Weiterfahren, auf Kurs halten. Ja, solange ich... Oh. Wir müssen drehen! Oh, nein, bitte nicht bloß die crashen jetzt! Ja, das war so knapp!
Also ein Meter ja, und... Ein Meter und wir werden... Ist dezent auf, voll auf den Stein drauf. Ja, ist doch egal. Wir fahren hier einfach mal... Nochmal. Wir sind irgendwo drauf gefahren. Jedenfalls... Ja, wir kostet, es liegt am... Ach, Witz. deswegen, das Steuerrad dreht so, und jetzt einfach geradeaus lenken, ihr richtet die Segel aus. Und geradeaus fahren jetzt einfach. Das Steuerrad dreht ein bisschen durch. Ja, ich weiß. Aber ein bisschen mal nach rechts, sonst sind wir nämlich im Wind, dann kommen wir mal hin. Wir werden wieder beschossen. Oder irgendjemand. Vielleicht ist es auch die Galeone. Jo, nein, oder geht auf die Galeone? Jo, die schießen tatsächlich auf die Galeone. Ich hoffe doch. Die können sie vor allem besser treffen, weil die hat eine größere Fläche und die hat weniger guten Radius. Da vorne ist eine Insel, ich muss mal kurz nach links drehen. Und was für ein Sturm, bitteschön! Wir sind so voll an der Sturmgrenze. Der Kompass dreht völlig durch. Ey, was für schöne hohe Wellen. Das würde mich wundern, ey. Wie haben die das eigentlich hinbekommen, dass überhaupt die Wellen unterschiedlich hoch sind? Ja, das ist richtig geil gemacht. Ja, aber wie haben die das hinbekommen? Ja gut, die müssen mir das jetzt nicht unbedingt sagen. Gibt's da Hühner? Siehst du Hühner? Ne, auf der Insel waren wir vorher schon, aber warte, ich schau. Ja, aber Skelett. Okay, ich hab nicht getroffen. Ich will eigentlich die Uhr anschauen. Ey, wir haben immer noch den zweiten? Okay. Oder was die Galeone macht? Wir haben immer noch ziemlich viel Zeit. Kannst du mal das Steuer übernehmen? Aufgeben. Ja, klar doch. Müssen Segel mal ausrichten. Wir sind voll im Kreis gefahren, okay. Ja, fahren wir mal auf die... Ding, weil mir ist ja das ah, da war ein Schweine, oder? Die Devil Reach. Oder wollen wir da noch nicht? Ja, da sind Schweine, da haben wir nichts von. Dann würde ich sagen noch nach Norden. Vielleicht die Insel hier. Mach vor die Kurve? Jo. Mach die andere mal da weg. Norden? Ja, nach Norden. Aber ziemlich weit nach Norden. Also noch. Oder fast. Ja, ein bisschen westlich dann auch noch. Nordwestlich. Ja, das ist aber Fortress, was du da markiert hast. Das da habe ich markiert. Das ist so eine Skelettbasis, auf der will man keine Hühner finden. Ach so. Das ist wirklich eine Basis? Ja, Fortress steht dabei. Okay, dann die von mir. Fahren wir halt nach Norden. Ja, Alter, die verdammte Galeone. Immer noch hinter uns? Nope, ja doch. Hinter uns sind direkt, aber seitlich von uns. Links von uns. Ah, die ist im Sturm, oder? Best. Ja, fast. Ja gut, die folgt uns einfach. Am Schluss sind da irgendwelche Streamer, die ich kenne. Das wäre doch gut. Oder YouTuber. Ja, ich genau, würde mal gerne irgendwelche YouTuber, die ich kenne, treffen. Ich habe noch nie solche getroffen. Wenn sie so viel. Ja, sowas ist eher schwer. Ja, weil es so viele. So viele Server gibt. Oh, gibt's nicht. Ach, das eine, wo da leuchtet werden, der Outpost, wo wir hin müssen, aber die komischen Felsen vor uns, da wird nichts angezeigt auf der Karte. Okay, fuck. Und die Galeone ist halt echt so dreist, gell? Da hinten, die Insel, die meine ich. Auch die sollten wir. Also wenn wir jetzt da gerade. Fahre zwischen die Steine durch. Ja, ja, muss. Aber ziemlich vorsichtig da, weil die Wellen immer links und rechts. Mein Trick ist, dass die Galeone da unvorsichtig ist. Da können wir ja schon fast auffällig sein, wenn wir da durchfahren.
Hi, hier sind wir, was? Gut. Hey. Wir gehen zu. Nein, ich mache noch zu, auf, noch was. Anfangen, ich mach noch was ziemlich noch mehr auffällt. Ich hab die Laterne und blinke hier wie gestört. Ja, noch folgen. Oh, was? Ach, wegen dem Felsen da. Ja, die kommen hier sowieso nicht durch. Nee, die kommen da nicht durch. Ich sag ja. Aber warte mal, ja gut, ich bin nicht. Da nimmt mich jetzt Wunder, was die da machen. Ey, wenn die jetzt so blöd sind und da wirklich direkt durchfahren. Jetzt hätten wir ein Pulverfass gebraucht. Weil das jetzt Problem sind sie ist ja halt, auf dem. Die erwischen uns jetzt, weil wir nicht im Wind liegen. Die fahren voll direkt geradeaus. Die werden sowieso. Du hättest jetzt so schnell Zeit, die Folge zu beenden und die nächste Folge komplett damit zu gestalten, von einer Galeone zu flüchten. Okay, können wir machen. Ja, liebe Leute, an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt waren es fast 40 Minuten. Und ob die Galeone uns erwischt oder nicht, das sehen wir im nächsten Part, wenn es wieder heißt, Let's Play. Also macht's gut und tschüss.